إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، wahrlich, das Lob ist Allahs, wir preisen ihn, erbitten seine Hilfe und seine Vergebung. Wir nehmen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer selbst und von unseren schlechten Taten. Wen auch immer Allah recht leitet, den kann niemand irreführen. Und wen auch immer Allah fehlgehen lässt, den kann niemand recht leiten. Und ich bezeuge, dass es nichts gibt, dem zu Recht gedient wird, außer Allah in seiner Einzigkeit. Keinen Teilhaber hat er, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah ihn segnen, seine Angehörigen, seine Gefährten und jene, die ihn folgen, in beste Weise bis zum Tage der Auferstehung und ihnen viel Heil schenken. So, das Video, was wir jetzt gerade machen, ist gerichtet an Elia, an Rizza und an Amir Rapur und an die ganzen Shayatin. Die haben, wie auch immer, ist mein YouTube-Account im Augenblick nicht möglich, dass ich da irgendwelche Videos hochladen kann. Man kann die alten Videos noch sehen. Allahu alam, wann ich wieder hochladen kann über meinen alten Account. Daher habe ich jetzt gerade im Augenblick einen neuen Account. Ja, und ich werde darauf auch eingehen, ja, wie ihr mich findet und so weiter. Aber es ist erstmal das Video, wie gesagt, gerichtet an diese drei Personen und die ganzen Shayatin. Denn der eine macht ein Video über mich, ja, oder über die Schwester, über mich. Und die beiden Chitensos, ja, hier, die hier ganz verzweifelt, wie ihr sehen könnt, ja, gerade am Beten sind. Ich meine, Alhamdulillah, wir haben die schon mal gebracht, dass die anfangen zu beten. Normalerweise hat man nie in Videos gesehen, dass sie irgendwie bevor das anfängt, ja, dass sie halt das Gebet mit dem Gebet beginnen. Aber Alhamdulillah, wir haben das schon mal geschafft. Warum ich diese Videos zeige, ist, ich werde auf diese Videos, auf beide Videos, inshallah, so Allah will, für Minute, für Sekunde zu Sekunde, Minute für Minute antworten. Weil unsere Religion, ja, ist die Wahrheit. Wir haben nichts zu verstecken. Wir haben wirklich nichts zu verstecken. Und wir werden hier die 2 Stunden 46 Minuten und 40 Sekunden, Alhamdulillah, werden wir mit mehreren Videos, inshallah, bi'iznillah, antworten. Und auf diesen Chitenso hier braucht man nicht viel zu reden, aber trotz allem werden wir darauf auch antworten. Wir werden jetzt mal kurz mal Play drücken und sehen, was er hier sagt. Hört euch mal diesen verrückten Jungen an, was er hier sagt und was er getan hat. Und dann werde ich auch nochmal erklären, wie wir antworten werden oder was passieren muss zumindest, damit unsere Videos auch gesehen werden. Und darauf werde ich nochmal eingehen. Aber wir gucken uns erstmal mal an. Machen wir hier Play. Wie kann man so verhasst sein? Hast du keinen Respekt von deiner eigenen Tochter? Keinen Respekt? Hör mal, du schlägst sie! Ja, natürlich! Ich hab sie vor Wut eine geklatscht! Er hat sie geklatscht. Der Christ, der immer wieder sagt, liebe deine Feinde, liebe deine Nächsten, ja? Liebe deine Feinde, er schlägt seine eigene Frau, die Mutter des Kindes. Und er gibt hier zu, für die Leute, die immer gesagt haben, nein, Elia macht sowas nicht. Elia, das ist alles fake, das ist alles erfunden. Ramazan, wieso erfindest du Sachen? Der Elia würde niemals seine Frau schlagen. Hier, Alhamdulillah, Allah hat wieder die Möglichkeit gegeben, dass er das selber aus seinem eigenen Munde hört, weil sonst hätten wir auch was anderes gepostet. Denn die wurde ja nicht nur geschlagen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt nicht viel reden darüber. Nicht nur geschlagen. Hier, hört euch mal an. Hör mal, du schlägst sie. Ja, natürlich. Ich habe sie vor Wut eine geklatscht, weil sie mir fremdgegangen ist und alles Mögliche. Fremdgegangen ist? Mit wem ist sie denn fremdgegangen? Hast du 4 Zeugen? Du kommst immer mit der Scharia an. Hier sind die Scharia-Regeln, hier sind wieder die Kuffar-Regeln oder was? Bring die 4 Zeugen.
Bring die vier Zeugen, dass du, ich meine, du bist sowieso, auch wenn du die vier Zeugen bringst, du bist nicht vertrauenswürdig. Aber trotz allem, komm, hast du Zeugen? Oder sind es nur Vermutungen? Hast du die erwischt, dass sie dir fremdgegangen ist? Oder sind es nur Vermutungen? Du weißt ganz genau, dass es nicht die Wahrheit entspricht. Du weißt ganz genau, dass du gerade Lügen wieder verbreitest, dass du einfach mit Finger wieder zeigen willst und Entschuldigung einfach nur suchst. Ich habe die geschlagen, aber die ist fremdgegangen. Ach, so macht ihr das Christen, ja? Wenn eine Frau fremd geht, darf man nicht schlagen. Aha. Also wollt ihr jetzt, geht ihr nach Koran angeblich laut eurem Verständnis? Weil ihr sagt, im Koran ist erlaubt, dass man die Frau schlagen kann, ja? Aha, geht ihr jetzt nach dem Koran, nach dem Gesetz des Korans oder nach der Bibel? Elia, du bist ein Depp, bleibst ein Depp. Du bist ein Holzkopf, ein Chitenso, ja? Wie gesagt, dein Darm ist bei dir nicht da, wo es sein sollte, sondern hier irgendwo im Gehirn. Irgendwo hier ist dein Darm und aus dem Munde kommt raus was? Das, was eigentlich woanders rauskommen sollte. Und das hören wir uns gerade an. Du schlägst deine eigene Frau, Subhanallah, und sagst Friede, Friede, Eierkuchen, Jesus für die Liebe, wir sind für die Liebe, wir sind für die Liebe. Ich denke, Jesus für die Sünden gestorben, für die Fehler und für die Sünden und schlägst deine Frau für angeblich einen Fehler, was du niemals beweisen kannst, weil du einfach nur, ja, mit Finger zeigst. Ich meine, das ist schon alleine eine Anzeige wieder wert. Ich würde deine Frau sagen, die soll dich anzeigen, anzeigen, anzeigen für den ganzen Verleugnung, ja, für diese ganzen Geschichten, die du erzählst, Lügen erzählst und du sollst dich schämen. Schande auf dich, du Frauenschläger. Ja, du Frauen. Ich habe noch nie, Subhanallah, Allah ist Zeuge, noch nie eine Frau angefasst, geschlagen. Und du, derjenige, der angeblich immer wieder Friede, Friede, Eierkuchen sagt, ja, Jesus für den Frieden, 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 man soll seine Feinde lieben, ja, schlägt einfach seine Frau. Und jetzt nimmt er als Grund was? Die ist mir fremdgegangen. Woher weißt du das? Wieso lügst du über die Frau? Schäm dich! Schande auf dich. Du bist einfach eine Schande. Du machst es immer schlechter. Guck mal, und dann sagt er wieder, private Sachen soll man nicht erzählen. Er erwähnt selber private, er macht selber seine eigene Ex-Freundin. Ich meine, das ist ja gar nicht seine Frau. Das ist gar nicht seine Frau. Seine Ex-Freundin macht er hier einfach schlecht. Einfach schlecht. Wieder was über soziale Medien. Er hat immer noch nicht gelernt. Immer noch nicht gelernt. Immer noch nicht gelernt und immer noch nicht kommt. Der wird es auch nie lernen. Der wird so dumm sterben. Allahu alam, aber der wird so dumm sterben. Ja, der wird so krepieren. Der wird krepieren. Krepieren. Hör mal, du schlägst sie. Ja, natürlich. Ich habe sie vor Wut eine geklatscht, weil sie mir fremdgegangen ist und alles Mögliche. Aber ich habe eine Anzeige bekommen und das geschieht mir auch recht. Es war nicht richtig, ich habe mich entschuldigt. Was ist das? Er hat die Frau geschlagen, zu Recht, und hat eine Anzeige bekommen, zu Recht. Genau das ist Amir. Dumm zu Recht. Schädel zu Recht. Einfach nur Holzkopf. Ja? Der rafft gar nicht, wie er sich hier blamiert. Und die Christen, die gehen hier richtig bestimmt ab wieder. Ja? Gott wird den Islam vernichten. Ja, seid ihr für einen Frauen, yani für jemanden, der Frauen schlägt gerade. Das ist unglaublich. Das zeigt gerade wirklich auch seine Leute, seine Publikum. Ja? Wie die drauf sind. Die sind nicht zu retten. Egal was passiert. Das ist wie ein Boxkampf. Ja? Du stell dir vor, ein Boxkampf, ja, und derjenige geht K.O., er ja, ist schon auf dem Boden und so, ja, zerfetzt, kann gar nicht mehr aufstehen und am Ende sagt er, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. So ist es gerade. Diese Leute kriegen eine Niederlage nach dem anderen. Allah zeigt deren wahren Gesicht. Allah sagt im Koran, Mekkaru, Mekkaru, Allahu Allahu Khairul ja. Das ist genau diese Eier auf diese Sache bezogen, weil die haben Pläne gemacht über Allah subhanahu wa ta'ala, aber Allah ist der beste Planer. Allah hat seine Frau, nicht Frau, aber Freundin, Lebensgefährtin, hat was gemacht? Recht geleitet in seinem eigenen Haus, in seinen eigenen vier Wänden, hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Freundin recht geleitet und gezeigt ihr die Wahrheit, ja, dass dieser Mensch dieser Gestalt einfach nur Müll erzählt, Lügen verbreitet über den Islam, über den Propheten, dass er einfach einem falschen Verständnis folgt. Was heißt folgt? Dass er eine Wunschvorstellung nachahmt. Hat Allah in seinem Haus
da wo er in dem Augenblick, wo er gerade Videos macht über den Islam, gegen den Islam, Hetze verbreitet, Lüge verbreitet, hat seine Freundin, seine Ex-Freundin, wurde recht geleitet. Allah ist der beste Planer und Elia ist der schlechteste Verlierer. Er kann es nicht mal wahrnehmen. Er tut so gerade, ich habe wieder Kraft gewonnen, ich habe dies gewonnen, das gewonnen. Du hast nichts gewonnen. 0,0. Du hast nichts gewonnen. Du hast dein ganzes Leben verloren. Und du hast alles verloren. Und jeder, der diesen Menschen noch weiter nachahmt, hinterherläuft, der hat genauso verloren. Das sind die wahren Verlierer. Also das ist so mein Elia. Ich werde, wie gesagt, dieses Video auch, inshallah, alles komplett beantworten. Oder halt widerlegen. Jetzt kommen wir mal hier diese beiden Leute hier an. Diese Leute, also Rıza und hier Amir Rapur, dieser, der mit Prostituierten schläft. Ein Christ hat mich angerufen. Einer, der ihn kennt, hat bezeugt, Augenzeuge, dass dieser Mensch dieser Gestalt mit Prostituierten schläft, dass dieser Opfer, ja, mit Frauen fremd geht und sagt, tut Buße, denn Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Natürlich wird Rıza, ich denke mal nicht, dass Rıza sowas macht, sage ich ganz ehrlich. Ich gehe davon aus, dass Rıza sowas nicht macht. Ja. Aber Rıza hat keine Ahnung über Amir. Der weiß einfach nicht, was Amir überhaupt macht im privaten Leben. Ja, dass er mit Prostituierten schläft und dass er die aus, dass er die sagt, dass der Islam schlecht ist und so weiter. Das hat er mit dem Geschlechtsverkehr. Und am Ende heißt es was? Ja, der Islam ist schlecht und die Sünden wurden vergeben. Die wurden deine Sünden vergeben. Du kannst schlafen, du kannst machen, was du willst. So einer ist es, der eine Mädchen nach dem anderen benutzt für seine Religion und Gott mitbenutzt. Und Rıza ist einfach nur der Opfer, der einfach daneben steht und keine Ahnung hat, was Amir macht. Ich habe das mit eigenen Ohren gehört von einem vertrauenswürdigen Allahu A'lam Christen, von jemandem, der ihn auch persönlich kennt. Und mal sehen, wenn es soweit ist, werden wir das auch nochmal veröffentlichen. Dann werden wir das auch mal sehen und er wird auch sein Gesicht verlieren. Das Video, wie gesagt, werden wir inshallah antworten. Voraussetzung ist, was passieren muss. Ich habe einen neuen Account. Das ist hier. Na, hier. YouTube. Dann gehen wir mal hier mal ein. Gewissheit, das heißt eigentlich anders mittlerweile. Ja, hier ist das Bild zu sehen. Gewissheit, Ausrufezeichen. Die Leute, die mich abonniert haben. Also ich bin nicht so einer, der jetzt auf Aufrufe fixiert ist. Ich habe auch noch nie jemanden, ja, von keinem Menschen, von niemandem aufgefordert, dass er mich abonnieren soll. Würde ich auch niemals machen. Aber ich habe jetzt gerade einen neuen Account. Und keiner, also die wissen nicht, dass ich jetzt einen neuen Account habe, die meisten Leute, die mich abonniert haben. Ihr müsst diejenigen, die diesen Kanal sehen, meinen Kanal sehen, die müssen überall meinen Kanal verbreiten. Und die sollen, die mich abonniert haben zumindest, die Leute, die sollen mich nochmal abonnieren, damit diese Videos, die ich vorhabe zu machen, inshallah, auch jeder sieht, jeder sehen kann. Weil ansonsten macht es keinen Sinn. Ja? Und wenn ich sehe, dass die Abonnenten mehr werden, umso mehr Abonnenten ich bekomme, aber ich rede jetzt von meinen Ex-Abonnenten, ich will keine neuen Abonnenten haben. Es geht nur um die Leute, die schon bei mir sowieso abonniert haben. Wenn das dann mehr wird, ja, dann werde ich, wie gesagt, Sekunde zu Sekunde, Minute für Minute abspielen. Es werden vielleicht 10 Teile werden oder 6, 7, 8 Teile, Allahu A'lam, weil ich würde die Videos nur eine halbe Stunde gestalten und jede halbe Stunde, vielleicht 5 Minuten von hier wird eine halbe Stunde von mir sein. Allahu A'lam, mal gucken. Wenn wir das machen, auf jeden Fall werden hier die 2 Stunden und 46 Minuten und 40 Sekunden, Sekunde für Sekunde, ob es um die Bibel geht, um den Koran geht, um die Sunna geht, egal was, wird inshallah einfach geantwortet und wir haben nichts zu verlieren. Wichtig ist es, wie gesagt, dass ihr, diejenigen, die mich schon kennen, diejenigen, die meine Videos gut finden, diejenigen, die schon mich so oder so schon abonniert haben, dass die wieder die Möglichkeit haben, die Videos zu sehen. Inshallah werden die beiden Videos auch von Ihnen hier, ja, von unserem, hier könnt ihr sehen, ja, das ist was anderes, irgendwo steht hier, dass ich Videos nicht hochladen kann, angemeldet, na ist ja egal, auf jeden Fall
wird das Video hier, was ihr seht von Elia, geantwortet. Darauf werden wir eingehen. Und hier werden wir auch eingehen. Das kann vielleicht 2 Wochen dauern, weil wir werden nicht alles auf einmal machen, damit auch jeder sieht. Weil wenn wir jetzt 5 Stunden lang ein Video machen, das wird keiner anschauen. Deswegen so eine halbe Stunde, alle 2, 3 Tage, Allahu a'lam, mal gucken. Aber erst müssen die Leute abonnieren, damit die Leute wieder auch sehen können. Erst dann werden die Videos gemacht und dann hochgeladen, inshallah. Aber die werden alle verlieren, alle 3 werden ihre Gesichter verlieren. Denn die machen immer wieder Fehler ohne Ende. Ob es um die Bibel geht, die haben keine Ahnung, wer ich bin. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sag euch ganz ehrlich, ich kenne mich mit der Bibel richtig gut aus. Richtig gut. Ja? Und diese Leute, die werden sehen, dass sie ihre eigene Schrift nicht kennen. Ich werde kommen und zeigen, dass die Trinität gar nicht existiert. Dass diese Leute, die Trinität hier in diesen Videos erwähnen, dass es gar nicht die Trinität gemeint ist. Das werden wir alles zeigen. Alles aufdecken. Aber wie gesagt, erst abonnieren. Und dann wird inshallah die Videos erst hergestellt. Ich werde es beobachten. Barakallahu fiq, jazakallahu khair an die Geschwister, die mich unterstützen. Ja. Und wie gesagt, ihr findet mich. Ja, das Video wird einfach hier ein bisschen verbreitet. Und dann könnt ihr mich direkt abonnieren. Wa akhul dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.